Die 43, die hat landwirtschaftliche Betriebsmittel. Und dann sind das andere die Ersatzteile. So, da muss ich erstmal warten, bis hier was kommt. Ja, ist schon recht weit. Oh, guck mal, das ist jetzt leer gemacht. Cool. Das heißt doch, dass es irgendwo anders, Achso, die bringen das Roheisen hierher und die machen dann Schlacke draus. Guck mal, da gibt's Stahl. Stahl wird dort gebraucht. Und was machen die Schlacke-LKWs? Die bringen das zum Silo, wo aber nichts entnommen wird. Okay. So, da war sie wieder, die legendäre Intro-Musik. Und hier habe ich mal diesen einen Zug weggemacht, damit hier der mit den Ersatzteilen da reinfahren kann und dann die Produktion vervierfacht. So, und jetzt habe ich überlegt, mir von hier das Stahl zu nehmen. Nee, Quatsch. Von hier. Und das dann noch zusätzlich hier unten hinzufahren. Einfach, dass das ein bisschen schneller noch geht. Hier ist mittlerweile Stau an der Stelle, aber das war ja auch zu erwarten gewesen. Jetzt habe ich wohl ja mal einen Stahlbahnhof hin. Ich tue das wieder zusammentüdeln. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Na gut. Und dann, weil das ja nur ein Zug ist, kann man das ja wieder irgendwie einfach... da so drunter durchführen. Ich meine, ob es funktioniert mit diesem Hovercraft. Ich nehme hier mal einen kleineren Stahlwagen, der vielleicht nicht ganz so viel hat, damit er da nicht ewig wartet. Okay, 49% hat er schon. Muss ich aber mal jetzt hier noch ein... Ich
da jetzt mehr als zwei Züge reinpassen. So, jetzt haben wir noch einen Stahlzug. Oh, das ist, glaube ich, der erste Stahlzug, so wie ich das hier sehe. Stahl. Das wäre eigentlich auch mal ein Feature, dass der automatisch solche Listen anlegt. Wenn du sagst, hier, lade das ein, hier, Kupfer, dann knallt der automatisch hier das in so eine Liste. Das wäre halt cool. Wo hab ich jetzt Stahl? Oh, er fährt los. Ja, ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich, damit er das in 3 Monaten schafft. Wahrscheinlich noch ein zweites, hier immer abwechselnd fahren. So, was wollen sie ja noch haben? Nahrungsmittel. Kann ich das nicht gleich auf der Insel hier irgendwie erzeugen? Die haben Vieh. Nahrungsmittelfabrik. Gibt's das hier? Natürlich wieder nicht. Es hätte ja klappen können. Dass es zufälligerweise passt. Oder was stellt noch Nahrungsmittel her? Der Schlachthof. Fischereihafen, Zuckerraffinerie. Was ist denn hier? Fischereihafen. Das heißt, wir brauchen bloß ein Schiff, was das dorthin fährt. Oder? Was ist denn das Rote hier? War das nicht die Fleischerei? Nee, das ist eine Gießerei. Hä, eine Gießerei? Hier hätten wir auch noch einen Fischereihafen. Da könnte man eigentlich das so machen. Da hätte man dort die Nahrungsmittel. Da muss ich ja nichts weiter hinschicken, außer dass der da dann nehme ich halt irgendwas Kleines. Haben wir irgendwas, was genau diese 100 und was brauche? 128 Tonnen. Gut, Marsteinfrachter hat 270. Ist halt, na ja, gut. Achso, muss ich erstmal den Hafen bauen. Eigentlich hätte man das auch gleich so bauen können, dass das gleich der Hafen ist hier. So, Küss nach Fischmarkt. Die Strecke ist wahrscheinlich so lächerlich kurz, dass er dort... Oh, kommt gleich an. Das Ding. Vollladen. Nahrungsmittel, zack. Und das gleiche dann hier hinten auch. Ja, man könnte natürlich noch hier... Achso, benötigt Fisch. Ja, Fisch hätten wir ja dort. Das passt ja dann. Was hatten wir genommen jetzt für einen Fisch? Für einen Fisch. Den Marssteinfrachter. Da braucht ihr eine Boje. Na, eine kann man ja mal hinstellen. Als Navigationshilfe. So, er ist abgeliefert. Ist das jetzt hier irgendwie vermerkt? Nee, ne? Das hätte ja schon... Hätte ja sein können, dass dann steht, oder schon angeliefert. So und so viel. So, jetzt machen wir hinten den Fisch.
Das müsste eigentlich was sein, was ein bisschen mehr als der Marstein-Frachter transportieren kann. Da gibt es noch den hier. Der macht was Produktion im letzten Monat 54 Tonnen. Wenn man hier mit dem 450er-Dings ankommt. Ja, egal. Dann hat er so ein bisschen Reserve drin vielleicht. So. Der hätte seinen Fisch dann dort hinten. Der Cadiz-Frachter. Ne, einer reicht. So, nochmal Fisch. Achso, habe ich durch die kleinen für den Fisch genommen. Okay, naja. 1% schon geladen. Na, das kann jetzt eine Weile dauern. 2%. Na gut, ist er bloß 54 Tonnen macht er hier. Das ist erfahrungsgemäß nicht gerade die Welt. So, was brauche ich hier noch? Guck, ob der jetzt wieder. Ach, der ist noch nicht auf der Rückfahrt. Und dann braucht er noch Fahrzeugteile. Das nicht hier unten irgendwo? Hier. Hier gibt es Fahrzeugteile, aber ich glaube, die werden schon wo gebraucht hier bei dem. In für die Druckerei. Das kann ich die nicht wegnehmen. Ja, da habe ich aber mal ein zweites Schiff raus. Und stelle das dann auf Automatisierung. Naja, stehen sie auch an dem Gleis, weil die ja nicht geradeaus durchkommen.